Am nächsten Tag geht es weiter von unserem ersten Freistehplatz in Griechenland zum Camping Hellas bei Volos. Wir wurden dort freundlich von der Chefin begrüßt, die auch sehr gut Deutsch sprach. Und wir konnten uns anschließend einen Platz aussuchen. Nachdem wir uns aufgestellt haben, haben wir uns gleich mal den Platz angesehen. Der Strand gefiel uns gleich mal sehr gut. Wir brauchten keine Badeschuhe zum Reingehen und hatten durch die Bäume auch einiges an Naturschatten. Direkt am Strand befindet sich auch die Bar, das Restaurant des Campingplatzes. So gingen wir gleich mal essen und genossen den Blick aufs Meer. Der Platz gefiel uns insgesamt sehr gut. Alles hier war sauber und gepflegt. Die Sanitäranlagen waren neu. Bei der Rezeption gab es einen Minimarkt, wo man die wichtigsten Dinge kaufen konnte. Vom Strand aus gesehen rechts konnte man in eine kleine Ortschaft wandern, was wir auch taten. Hier gab es ehrlich gesagt nichts Besonderes zu sehen, aber wir freuten uns über die Bewegung und den gemütlichen Spaziergang am Meer entlang. So verbrachten wir hier 3 Nächte und erholten uns von den Strapazen der Anreise. Auf unserem Weg in den Süden hatten wir den Campingplatz Delphi Camping als weiteren Zwischenstopp ausgewählt.
Als wir dort gegen Mittag angekommen sind, haben wir gleich als Vorspeise eine Olivenverkostung bekommen und als Hauptspeise eine Moussaka gegessen. Die Olivenprodukte werden dort aus den eigenen Oliven selbst hergestellt. Neben der Rezeption befindet sich ein kleiner Shop, wo man diese Produkte kaufen kann. Man kann sie auch online bestellen. Uns haben diese Produkte so gut geschmeckt, dass wir uns reichlich damit eingedeckt haben. Die Lage des Platzes ist wirklich ein Traum. Hoch oben über einem Meer von Olivenbäumen vor der Bucht von Itea. Auch der Platz selbst gefiel uns sehr gut. Er hatte ein eigenes Restaurant und man hatte die Wahl, im Schatten unter den Bäumen zu sitzen oder im Restaurant selbst oder auf der Terrasse mit Blick auf das Tal. Der Pool selbst war natürlich auch ein besonderes Highlight. Vom Pool aus konnte man das gesamte Tal überblicken und beleuchtet bei Nacht sah das dann besonders schön aus. Am nächsten Tag ging es dann wieder weiter nach Süden auf den Peloponnes zum Camping Argeolik Strand, wo wir ebenfalls ein paar Tage verbringen wollten.
Als wir gegen Mittag dort angekommen sind, sind wir gleich mal in dieses tolle Restaurant gegangen, das zum Campingplatz gehört, und haben dort eine exotische Speise für zwei Personen gegessen und den schönen Ausblick genossen. Links und rechts von diesem Campingplatz befinden sich mehrere Restaurants und andere Campingplätze. Die Waschhäuser sind alle wie neu und immer total sauber und schön gefliest. Hier hat die Besitzerin nicht gespart. Die Einfahrt zum Campingplatz befindet sich seitlich. Die Zufahrt vom Strand bzw. Restaurant aus ist nicht gestattet. Am Wochenende war hier viel los, da kamen auch die Einheimischen zum Baden. Wir haben auch mal mit dem Rad einen Ausflug nach Tolo gemacht. Das ist ein richtiger Touristenort und man kann dort gut shoppen und in einem der zahlreichen Cafés oder Restaurants mit Blick aufs Meer die Seele baumeln lassen.